Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Mützenich hat gerade davon gesprochen, dass Kapitel 7 ja fehlt in der UN-Resolution, aber man hätte sich ja nicht einigen können im UN-Sicherheitsrat. Das ist richtig, weil es unterschiedliche politische Konzeptionen für Syrien gibt. Moskau hat dem wohl nicht zugestimmt, weil sie auf einen Regime-Change von außen setzen. Das ist der Punkt. Und weil man jetzt der Auffassung ist, dass man keine gemeinsame Sicherheitsratsresolution der Kapitel 7 zusammenbekommt, möchte man Bodentruppen oder Lufttruppen entsenden, beteiligen, um vor Ort eine Lösung gegen Russland zu erzwingen. Das war im Übrigen auch der Tenor von Kollege Röttgen. Mir wurde nicht klar während seines Vortrages, wer in seinen Augen der größere Gegner ist, die russische Regierung oder der IS. Das wurde mir nicht deutlich. Ich hatte eher den Eindruck, dass es die Russen waren. Das Zweite, da Ihnen ja schon Kapitel 7 fehlt, was ja kein Peanuts ist. Ich meine, wir kennen das ja von Kosovo, da ging es ja genauso. Irakkrieg, da haben wir zwar nicht mitgemacht, nicht so richtig mitgemacht, aber letztendlich fahren wir jetzt weiter diesen Schritt. Ohne Kapitel 7 Mandatierung machen wir einfach mit. So, das Zweite ist, Sie trauen selber Ihre Selbstverteidigungsklausel nicht. Ich habe den Antrag nochmal genau angeschaut. Sie verweisen auf Paris, alles okay. Aber dann gehen Sie auf ein seltsames Hilfskonstrukt. Sie gehen auf den Irak. Der IS habe von Syrien aus den Irak angegriffen und Irak müsste sich selbst verteidigen, auch kollektiv. Also besser kann man die Geschichte kaum verdrehen. Der IS ist ein Produkt im Irak und hat auf Syrien ausgegriffen, nicht umgekehrt. Was Sie machen, ist ein Hilfskonstrukt zu erstellen. Das ist schon interessant. Und dann gehen Sie dazu über, weil der Irak das selber nicht kann und weil die syrische Regierung das offensichtlich nicht kann, übernehmen Sie die amerikanische Doktrin von unable and unwilling, wortwörtlich in diesem Antrag. Das heißt, Sie versuchen, rechtliches Neuland betreten, eine neue Interventionsdoktrin unable and unwilling hier zu praktizieren und völkerrechtskonform zu machen. Das wird Ihnen nicht gelingen. Wenn ein Land, Herr Kollege, das Selbstverteidigungsrecht für sich in Anspruch nehmen kann, ist es wohl die syrische Regierung, die immer noch legitim, ob man das gefällt oder nicht, die syrische Regierung ist. Es gibt hier ein Schreiben der syrischen Regierung an den UN-Sicherheitsrat vom 17. September, in dem die syrische Regierung den Westen auffordert, via Sicherheitsrat, sich vom syrischen Territorium zurückzuziehen. Aber das interessiert sie nicht. Wenn ein Land das Recht auf Selbstverteidigung hätte, wäre es die syrische Regierung, ungeachtet der Frage, ob die Regierung gut ist oder nicht gut ist. Nächster Redner ist der Kollege Anton Hofreiter für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.